Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Werner und heute zeige ich euch, wie man in Premiere Pro einen Stereoclip in einen Monoclip umwandelt. Hier sind wir aktuell in Premiere Pro. Wir haben auch schon hier einen Videoclip hier mal vorab eingefügt. Und wenn wir den hier auf unsere Sequenz draufziehen, werdet ihr bemerken, die Audiospur liegt hier in Stereo vor. Und wir möchten einfach die Stereospur in zwei einzelne Monospuren umwandeln, und wie einfach das geht, das zeige ich euch jetzt. Der Grund, warum wir hier aus dieser Stereospur zwei Monospuren machen möchten, liegt daran, wenn wir den Clip abspielen, könnt ihr hier sehen, dass der rechte Kanal hier viel, viel lauter ist als der linke. Und das liegt daran, Ich verwende bei der Aufnahme hier ein Funkmikrofon, und unsere Kamera hat zwei separate Eingänge, für links und für rechts separat, und ein Kanal ist bei der Aufnahme vom Mikrofon von der Kamera, und im zweiten Kanal und in unserem Fall den rechten Kanal haben wir das Audiosignal hier von unserem Mikrofon. Und wir möchten auch nur dieses hier verwenden. Und wenn ihr hier in der Sequenz bei der Audiospur rechte Maustaste klickt, wird euch auffallen, es gibt hier keine Option, wo wir die Audiospur von Stereo auf Mono umschalten können. Wir müssen hier in unser Projektfenster hinein, auf den jeweiligen Clip mit der rechten Maustaste, und dann geht ihr auf Anpassen und auf Audiokanäle. Da macht sich so ein Fenster auf, und hier könnt ihr sehen, der Clip liegt in Stereo vor. Es ist ein Clip und hier mit links und rechts. Und jetzt sage ich einfach, ich brauche einen Monokanal, aber ich brauche davon zwei, nämlich für die linken Seite und für die rechte Seite. Und ihr könnt sehen, hier habe ich wieder links und rechts. Wenn wir hier auf Bestätigen klicken, werdet ihr feststellen, hier in unserem Sequenzfenster hat sich an diesem Clip nicht wirklich was verändert. Aber wenn wir diesen Clip jetzt nochmal hier in unsere Timeline hineinziehen, dann haben wir hier zwei separate Kanäle. Und somit kann ich jetzt einen Kanal hier muten, und ich habe jetzt nur mehr das Audiosignal aus meinem Mikrofon hier vorliegen. Und wie ihr sehen könnt, es ist linke Seite und rechte Seite der Ausschlag gleich, also im Monofeld, und genau das wollen wir uns erreichen. Also, zusammenfassend, ihr habt ein Stereosignal, ihr geht hier im Projektfenster, rechte Maustaste auf Anpassen und auf Audiokanäle, und hier könnt ihr von Mono auf Stereo ganz bequem und einfach umschalten. Also Freunde, und das war's mit diesem Video für heute, und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder.